Servus, grüß dich und herzlich willkommen in Aquarian Skies mit mir, die Wolpertinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so vorwärts kommen. Und ich habe, wie gesagt, zwischen der und der letzten Folge habe ich ja vorgehabt, ein paar Monster zu klopfen. War wieder kein Star, schade, schade. Und habe dann ja jetzt hier auch genug Rottenflash. Ich habe das schon mal reingeschmissen. Aber ich habe die Lootbags noch nicht geholt, das machen wir jetzt gleich. Wir haben eh genug Platz, das können wir eigentlich auch gleich hier machen, genau. So, wir haben den completed, endlich. Dann nehmen wir halt mal die hier. Was warst du denn? Single-Use-Safari-Netz, das braucht kein Mensch. Und Kill the Zombies haben wir natürlich auch ein Claim privat. Das heißt, wir könnten da jetzt wieder anfangen in 2 Tagen, alles klar. Und wir haben neue bekommen, weil wir den gemacht haben. Schauen wir mal. Pastoral Life. Ist ähnlich langsam passiv für Animals, bla bla. Ja, das ist schön. Ich brauche mal eine Grasplattform, genau. Müsste ich auch mal dran arbeiten. Not so lucky crafting receipts have been added for making the various mobs you may need on your journey. Ja, cool. Spawn Chicken, Spawn Squid. Ja, mal gucken, wo wir die herkriegen. Da müssten wir einen Autobrewer bauen. Den, ja, machen wir auch noch später. Und Rubbery Plastic Sheets. Und da kriege ich dann Rubber Sapling. Wo kriege ich denn Plastik her? Das ist mal eine interessante Frage. Lass uns doch mal gucken, wo wir Plastik. Wie machen wir Plastik? Aus Raw Plastik. Das ist schön. Und das machen wir aus einer Rubber Bar. Okay, und die Rubber Bar machen wir aus Ball of Glue oder Raw Rubber. Und sonst? Nix. Ja, Bienen. Ja. So, jetzt haben wir ja noch gar nichts. Oder irgendeinen Slime. Ach so. Ah, das ist ja easy. Slime hätten wir ja. Aber nicht in dem Ofen drin, oder? Und Ball of Glue kriegen wir aus der Sawmill. Oder aus Glue. Super. Und Glue selber kriegen wir wahrscheinlich nur, indem wir... Ja. Ball of Glue in die Schmelze schmeißen, genau. Aber, was war das eine jetzt? Gott, hätte ich es mir doch nur gemerkt. Raw Rubber kriegen wir gar nirgendwo her, gell? Genau, nee, aus... Ach, da bräuchte man den Redstone Furnace. Oder wir probieren es mal. Ich meine, Slime Ball. Wir haben hier doch unseren... Ich habe doch irgendwo einen Slime Ball. Das probieren wir es mal aus. Das heißt, erstmal machen wir hier die Lootbag auf. Erstmal die Lootbag, mal gucken, was da Schönes drin ist. Purple Stained Clay, den brauche ich ja. Ja. Gar nicht, gell? Aber egal. So. Hier rein. Rotten Flash könnten wir. Warte mal, wie war denn das Rezept? Wie war denn das Rezept? 3 Blanks in der Reihe, oder? Drying Rack, genau. Und damit kann ich doch, wenn ich das mal hier hinnagel, da kann ich doch sicher Rotten Flash dran aufhängen, oder? Yeah, kann ich. Gut. Dann machen wir doch da mal auch so ein bisschen Essen draus. Wir machen aber es aus Birchwood. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ach, da gibt es eh 6. Ja, das passt schon. Machen wir nämlich noch 4, weil wir brauchen ja tatsächlich noch 4. Und da noch eins hin und da nicht. Und hier und da oben, weil es so schön ist. Na. So, dann hängen wir doch das mal auf und machen da auch Essen draus. Nicht, dass wir das Essen jetzt noch so dringend nötig hätten wie früher, aber du weißt ja, wie es ist. Und da habe ich auch noch 1/4 Herz erst. Du bist ein halbes. Okay, gut. Und noch mehr Herzen bauen. Da machen wir ein halbes draus und aus den 2 machen wir ein ganzes und das verleiben wir uns ein und schon können wir 8-mal sterben, bevor hier alles vorbei ist. Ist das nicht gut, ha? Ich bin zufrieden. So, recht viel mehr habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht zwischen dir und der letzten Folge. Außer natürlich mal ab und zu hier ein bisschen ernten. Auch das gehört dazu. Nicht, dass wir noch verhungern. Ah, du bist auch Major. Okay, gut. Ihr noch nicht. Du. Und du. Sehr schön. Ihr 2 braucht es noch ein bisschen. Okay, gut. Passt. Ja, lass mich hoch.
So, dann zum Weizen mit dazu. Ah, ich habe auch noch Karotten. Einen ganzen Haufen. Können wir auch noch essen. Entschuldigung. Okay, dann Questbuch. Getting Rubber. Ja, und dann wird man Rubber Saplinge kriegen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Aber erstmal holen wir uns doch ein bisschen mehr Dings. Das habe ich nämlich vergessen, leider. Hier noch ein bisschen Erde machen. Damit wir mal eine vernünftige Baumfarm aufbauen können irgendwann. Weil ja, schon langsam wird es Zeit, da ich sagen. Schon langsam wird es Zeit, dass wir hier mal eine vernünftige Baumfarm aufbauen. Warum hängst du da oben rum? Hallo? Versuchen wir nachher zu kriegen. Und es wird schon wieder Nacht, wie schön. So, und du noch? Dich kriege ich nicht, gell? Genau. Wen meiner... Oh, super, jetzt bin ich verrutscht. Ich hält aller Helden. Wen meiner wäre manchmal auch ganz hübsch hier, aber haben wir nicht, also egal. Was wir nicht haben, können wir nicht nutzen. Ganz einfach. Noch einer. Und der da oben? Kriegen wir auch. Halt, da liegt auch noch einer. Meine Herren, du. Und Nachpflanzen nicht vergessen wolle. Wieso? Ach so, ja, genau. Den Stein habe ich noch, weil der dahin gehört. Wie schön. Und schon wieder Frosch im Hals. Wie schön. Was bist du eigentlich? Invisibility. Das brauche ich natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Knochen habe ich hier reingetan. Gell, genau. Holz tun wir es auch mal da rein. Das andere Holz habe ich auch. Ah ja, da ist es ja. Passt. Dann machen wir mal schnell ein bisschen Erde. Und dann legen wir uns kurz schlafen. Und dann schauen wir mal, dass wir mal den nächsten Quest auf die Reihe kriegen. Upsi, damit wir mal ein bisschen in die Automatisierung laufen. Muss mal sein. Und wir könnten mal hier... Warte mal, ich schau mal, ich habe doch noch Slime. Irgendwo muss ich noch einen Slime rumliegen haben, oder? Da, ich habe doch mal einen eingefangen, dachte ich. Hier nicht. Hier nicht. Du bist kein Slime, du bist... Du bist sowas. Kann ich dich... Nein. Das geht tatsächlich nur im Redstone Furnace. Wie unfair. Okay, das heißt, wir machen mal noch kein Plastik. Wir versuchen mal das hier jetzt hinzukriegen. Aqueous Accumulator und den Autonomous Activator. Genau. Erstmal den Autonomous. Der ist wie... Autonomous Activator, der ist wichtiger als alles andere. Invar müssen wir noch schnell schmelzen und zwar aus Iron, zwei Iron und ein Nickel. Zwei Iron und ein Nickel. Zwei. Vier. Und Nickel? Nickel, wir haben, ach da ist, okay. Und zwei solche. Schmeiß mal. Moment. Wenn ich schon gerade rumliegen sehe, dass es fertig ist, das geht ja, das geht wenigstens schön schnell alles. So, dann hier ab in die Schmelze mit dem Zeug. Zwei Ferris, zwei Eisen müsste dann unseren Dings geben. Die zwei, ich brauche einen Pisten, eine Kiste, die Emeralds und Diamanten, die kriegen wir hin. Die habe ich noch hier drin, na, die müsste ich eigentlich auch mal, nein, dann habe ich die schon rüber. Da sind sie. Zwei Emeralds, zwei Diamanten, den Pneumatik Servo, den bauen wir auch nochmal schnell, zwei Eisen, zwei Glas, ein Redstone. Zwei Glas, zwei Eisen, ein Redstone. Dann machen wir den hier schon mal schnell, den da.
Zaps, haben wir das. Dann die 8 Pisten brauchen wir auch noch. Pisten, 2 Eisen. Na Quatsch. 3 Wood, 1 Eisen. Upsi. 1 Redstone und. Ich habe keinen Cobblestone mehr hier. Ich habe keinen Cobblestone mehr hier. Oh Gott, ich brauche Cobblestone. Okay. 4 Stück. Haben wir auch gleich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, momentan ist es echt noch Leben mit der Hand im Mund, ne? So, du hier, du da, einen Pisten, eine Kiste. Birkenwood, genau. Upsi. Und dann noch unser Invert von da hinten geholt. Müsste ja eigentlich auch schon fertig sein. Molten Invert. Was habe ich hier noch? Ach, ich habe noch einen Kupfer drin lassen. Okay. Ich habe ein bisschen Kupfer noch geschmolzen. Eins. Na. Jetzt. So, die zwei. Eins, zwei. Nehmen wir erstmal mit. Den Rest mache ich dann nachher irgendwann. Später. Dann sollte man eigentlich alles haben, um den zu bauen. Sehr gut. Den machen wir auch nochmal schnell. Okay, und mal schnell was schnabulieren. Und dann brauchen wir. Hui, hui, da ist. Dann brauchen wir den. Aqueous Accumulator. Aqueous Accumulator. 2 Zinn. Glas. Machine Frame. Oh. Steel. Nein, es geht auch mit Eisen. Eisen, Glas, Gold. Upsi. Also das waren jetzt 1, 2, 3, 4 Glas. 1, 2, 3, 4 Eisen und ein Gold. Und zwar, keine Ahnung mehr. Ups, so rum. Dann brauche ich 2 Tin, nochmal ein Pneumatic Servo und einen Bucket. Na super. 1, 2, 1, 2, 3. Einmal dich und 2 Glas. Gib dem Pneumatic Servo. Das war so, so, so. So und so. Jawohl. Hey. Eimerchen. Haben wir auch. Was war das noch? Ach, 2 Zinn. Und dann haben wir es. Und Zinn haben wir. Ja, irgendwo. Hallo, Zinn? Zinn? Ich habe doch Zinn. Na, sage ich doch. So, sollten wir alles haben? Nein, haben wir nicht. Was fehlt uns? Ich hab dich, ich hab dich, ich hab euch zwei und mir fehlen 2 Glas. Alles klar. Und 2 Glas und da ist der hier. Und dann noch den Vakuumhopper. Vakuumhopper. Ein Obsidian, eine Enderperle und ein Hopper. Der Hopper ist jetzt nicht das Thema. Ach. Obsidian und Enderperle habe ich hier. Obsidian bauen wir uns gleich. Ja, was mache ich denn da? Erstmal das hier. Machen wir erstmal den Hopper. Eins zu viel. So, hier hin. Zup, 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 zup. Der Hopper gebaut. So, jetzt brauchen wir noch Obsidian. Kein Thema. Den bauen wir uns da hinten. Oh. Ich muss das jetzt irgendwo da reinkriegen. Nein. Wie kriege ich denn das hier da rein? Das ist natürlich super, das habe ich da. Toll. So auch nicht, so nicht, nein.
Wie kriege ich denn jetzt da in die Schmelze? Das ging doch früher. Früher ging es anscheinend nicht. Oder muss ich dich kurz abbauen hier, du Fosset? Nein? Okay. Und die Fosset ist es wohin geflogen? Ganz weg. Na super. Oh, du Held aller Helden. Ich sehe sie nicht. Obsidian. Wenn ich so nicht hinkriege, wie mache ich denn dann Obsidian? Ach, ich weiß wie. Ach so, das ist ja noch viel einfacher. Nee, da brauche ich eine Diamantpicke. Moment mal, in der Fett könnte ich es machen. Ja, eben da eigentlich auch. Und das kriege ich hin, indem ich hier Wasser und Lava reinschmeiße. Ja, und wie mache ich das? Über die Tränen doch normal anscheinend nicht. Shift? Nein. So eigentlich auch nicht. Ja, spinn ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht eine Fett bauen. Vor allem, es muss doch so auch gehen. Menno. Wieso kriege ich das jetzt da nicht rein? Du bist doch eine ganz normale Schmelze. Wasser und Lava. Die muss ich doch da reinkriegen. In irgendeiner Form. Aber irgendwie kriege ich sie nicht rein. Warum auch immer ich die jetzt da nicht reinkriege. Hä? Strange. Ich will doch keine Diamantpicke bauen. Aber es gibt noch eine an. Es müsste eigentlich noch eine Möglichkeit geben. Moment mal. Zumindest es gab. Es wird sich jetzt zwar jetzt nicht angezeigt, aber ich probiere das jetzt. Ich brauche eh noch einen Eimer. Ich brauche. Wie heißt denn du? Ups, ja. Du heißt Beryl, ne? Da gibt es hier auch einen Steinberyl, oder nicht? Stoneberyl, genau. Stone und Stone Slab. Das sollte ja kein Thema sein. Wir brauchen nur ein bisschen Stone. Den bauen wir uns jetzt. Und es muss genauso gut gehen. Ich hoffe, dass das geht, auch wenn es nicht angezeigt wird. Probieren wir es aus. Das ist doch, Obsidian ist doch fließendes Wasser auf Dingenskirchen. Fließendes Wasser auf Lava, auf stehende Lava, genau. Ich brauche 3 unten. 1, 2, 3. 9 hätten gereicht, okay. 9 hätten doch gereicht, Wolle. Der ist leer. Dann kochen wir mal den Stein durch. Brennmaterial. So, bitteschön, dankeschön. Das werden wir doch jetzt noch hinkriegen mit dem Obsidian. Das wäre wohl gelacht, wenn nicht. Dann brauche ich auch keinen zweiten Bucket. So, was ist mit euch hier eigentlich? Seid ihr immer noch keine Monster Jerkies geworden? Oder? Nee, du bist noch Rotten Flash. Schade. Na okay. Egal. Machen wir mal schnell ein paar Karöttchen. 4 haben wir schon. Das heißt, wir können schon mal unsere Slab bauen. Da eine hin. 1, 2, 3, 4, 5 brauchen wir noch schnell. 1. Oh Gott, schnell. Schnell ist hier schon mal gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was war eigentlich in dir drin? Ist da was drin? Ich glaube nicht. Wir tun das mal weg. Für später. Karotten. Kann ich ja auch reinschmeißen. Genau. Gut. Kompostier du mal. 4. Eine noch, komm. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ach, die 2 anderen können wir auch mal durchbrennen lassen. Wer weiß, für was wir wieder Stein brauchen. Stone Barrel. Stone Barrel, Stone Barrel, Stone Barrel. Das stelle ich jetzt mal
dahin. Warum nicht? Da steht so gut wie überall anders. Da tue ich jetzt die Lava rein. Jawohl. Jetzt hole ich mir einen Schluck Wasser. Hops. Lass es mal da reinlaufen. Na siehste, geht doch. Hörst auf rumzulaufen hier. Hehe. Zup. Da haben wir doch unseren Obsidian. Das heißt, wir können jetzt unseren Dings bauen. Unseren Vakuumhopper mit dem, dem und dem Vakuumhopper. Und wir haben die nächste Quest erfüllt. Schauen wir mal schnell, was das gibt. Wir nehmen die hier. Es gibt auf jeden Fall ein Viertel Herz. Und es gibt ein Rivat. Oh, ein gut Rivat. Schauen wir mal. Nightfish. Okay. Da haben wir doch schon zwei von, oder? Ne, Enderfische hatten wir bisher. Okay, und ich muss hier mal Seed, glaube ich, kompostieren. Den kann man doch kompostieren, hoffe ich. Ansonsten kann ich ja nur wegschmeißen, so viel Seed, wie ich hier habe. Ja, schade. Hm. Ja, wegschmeißen, ne? Das ist immer so schwierig. Man will es ja dann doch nicht wegschmeißen. So, was kann ich jetzt mit den... Mit dem hier? Ich nehme mal... Den Activator mit, kurz. Kann ich mit dir eigentlich auch hier den Stein abbauen? Das war falsch rum. Ich hoffe, ich krieg dich da. Das schaut ganz schlecht aus, ne? Thermal Expansion. Crescent Hammer. Ein Zinn, drei Eisen. Meinetwegen. Wir brauchen ein E. 1, 2, 3. Ein Zinn. Zap, zap, zap. Und Gedöns. So, jetzt solltest du in die Richtung gucken, hoffe ich. Ich kann jetzt hier sagen, ich könnte jetzt den da reintun. Sag, machen Left-Click drauf. Not sneaking. Mach da. Aber ganz schön langsam. Und das andere Problem ist natürlich, wie wir sehen, er haut das Zeug nur weg, ne? Also. Ui, halb kaputt. Aber den brauchen wir für was anderes eigentlich. Wobei, da werden wir wahrscheinlich auch nutzen, aber wir stellen den nämlich dahin. Hier hin. Drehen um. Hey, jetzt. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und schmeiße hier das Zeug rein. Rechtsklick. So, und jetzt sieht er das für mich. Cool, ne? Und damit das Zeug nicht verloren geht, wie im Questbuch beschrieben, hier den Vakuumhopper hin. Den müssten wir eigentlich konfigurieren können. Oh ja, Mann. So. Und zwar können wir jetzt sagen, ja, und wie kriege ich das nach unten? Gar nicht. Hehe. Ich muss das jetzt auch nach unten kriegen. Komm, jetzt stell ihn nicht an. Weg. Weg. So, so ist es oben. Du gehst nicht nach unten. So ist es nach oben. Ich kriege ihn noch nicht auf die Seite rüber. Und nach unten kriege ich ihn auch nicht. Das ist aber ziemlich schade eigentlich. Aber so ungefähr. Ich muss jetzt nochmal umbauen hier ein bisschen vielleicht. Dann kriegen wir das hin und dann kann der nämlich 7. Er sammelt das Zeug ein und sollte es eigentlich in die Kiste tun. Dann haben wir das schon mal erledigt. Sehr schön. Wir sind ein ganzes Eck weiterkommen. Achso, wir müssen hier noch den... Haben wir schon? Ja, haben wir schon. Gut, da geht es jetzt dann auch weiter mit dem Steam Dynamo, aber erst in der nächsten Folge. Weil ich glaube, das Ding ist schon wieder schwieriger zu handeln. Steam Dynamo. Ja gut, wir brauchen Redstone-Haufen.
Ja gut, ja, das heißt, ich muss hier mal dafür Sorge tragen, dass da hinten mal Endermänner auftauchen, wieder mal irgendwann. Ich brauche mir Enderperlen. Also einen könnte ich noch, weil ich diese lustige Doll gekriegt habe, aber da wächst ja auch nichts hier. Ach doch, da ist was. Ja, aber nur ein Zombie. So. Angry Zombie, der bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Huch. Naja, gut, also entweder ich kriege hier einen Enderman. Oder aber. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Kann ich eigentlich die Zombie-Köpfe wenigstens dann in die Tonne werfen? Wäre auch noch interessant zu wissen. Und da muss ich langsam aufhören. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten und eigentlich haben wir doch was erreicht heute. Taugt mir ja schon ganz gut. So, ich wollte mal wissen, ob man den Ender. Ob man den Zombie-Kopf da. Nein, kann man leider nicht. Creeper-Kopf. Achso, nee, das spannend, der war nicht bei mir, allerdings. Rotten Flash können wir aber hier rein. Da ist ein Monster-Jerky. Kann man essen. Ja, ja, komm, dann machen wir halt auch mal wieder Essen draus. Ist doch egal. Weißt? Und den Rest schmeißen wir da rein. So. Ich weiß, wir haben eigentlich schon viel Essen. So, wir haben 12 Erde, 13 Erde. Ich mache noch zwischen der und der nächsten Folge ein bisschen Erde. Ich werde den Baum hier noch ein paar Mal pflanzen und wieder runternehmen. Und dann schauen wir mal, dass wir... Ich habe nur eins erwischt. Das zweite ist abgehauen. Verdammt. Egal. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo schon langsam mal ein größeres Feld anlegen. Wo man halt ein bisschen mehr anpflanzen kann und so. Also eine vernünftige Baumfarm erstmal. Dann müssen wir in die Richtung da nach hinten irgendwie vielleicht erweitern, das Ding. Dann, das heißt, wir müssten mal die Zäune hier dann abbauen. Und da vielleicht so ein bisschen rüber gehen. Oder da raus. Oder keine Ahnung wo. Das werden wir sehen. Ist ja auch geil. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen mehr als nur einen Baum immer haben. Ein Baum ist ganz schön lächerlich. Beziehungsweise wir könnten hier einen Durchgang bauen. Ja genau, es sind so Sachen, die mache ich jetzt mal zwischen der Folge ein bisschen. Hier die Plattform erweitern. Ich brauche irgendwo Erde, damit wir Tierchen mal spawnen eventuell. Wir können natürlich auch gucken, wie wir hier die Eierchen, die Spawn-Eier selber basteln. Das ist ja auch ein Quest hier, ne? Der da. Genau. Jo, und ansonsten war es das erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und jo, bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.